Hallo, willkommen im 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema große Gewinne mit Penny-Silber-Aktien. Disclaimer. Große Gewinne mit Penny-Silber-Aktien. Das Potenzial von Silber-Penny-Aktien ist so groß, dass es total unglaubwürdig erscheint, wenn man darüber spricht. Aber ganz offensichtlich liegt hier eine der größten Investmentchancen aller Zeiten direkt vor uns. Silber-Penny-Aktien sind insgesamt vielfach fundamental unterbewertet. Generell ist Gold unterbewertet. Das müsste eigentlich bei 5.000 bis 10.000 Dollar stehen. Silber ist mindestens fünfmal gegenüber Gold unterbewertet. Aktuell ist die Ratio ungefähr bei 83. Der historische Durchschnitt ist 15. Also wenn man Gold und Silber dividiert, das heißt, über die Jahrhunderte hinweg war Silber wesentlich teurer im Verhältnis zu Gold. Generell sind große Silberaktien auf ein 50-Jahres-Tief wie Silber. Wie eben Goldaktien auch, müssen wir feststellen, dass im Prinzip seit 50 Jahren die im Bärenmarkt sind und eigentlich jetzt erst ihren Boden gefunden, und genauso ist es natürlich auch mit Silber. Viertens, die wenigen Silber-Junior-Goldaktien sind wiederum extremst unterbewertet gegenüber Major-Silber-Aktien. Man kann dann vielleicht zum Beispiel den sogenannten SIL-J gegenüber den normalen Silberaktienindex sehen, und man sieht auch, dass er genau wie die Junior-Goldaktien gegenüber normalen Standard-Goldaktien extremst unterbewertet sind. Das heißt, es gibt hier im Wesentlichen noch einen Faktor eben mehr, dass diese Silberaktien eben unterbewerteter sind als Junior-Goldaktien. Und es ist eben so, Silber kann sich relativ schnell verdoppeln, und das dauert eben bei Gold doch so ein bisschen. Und dadurch kann ein enormer Schleuderprozess hier freigesetzt werden. Und man schaut sich hier das Beispiel an, das ist hier ein angehender Silberproduzent aus Kalifornien. Im Übrigen, wie schnell eben der Anstieg 2020 war, von 5 Cent in wenigen Monaten auf 1,20 Dollar. Da war ja Silber irgendwie um die 30. Ja, jetzt ist halt anzunehmen, um dieselbe Höhe zu erreichen oder 1,50 oder dazwischen, müsste der Silberpreis vermutlich auf 35 Dollar steigen. Und wenn wir erwarten ja, dass Silber dann Richtung 50 steigt, also wenn zwar das Niveau 42 Dollar getroffen ist, kann dann diese Aktie sich zwischen 3 bis 5 Dollar bewegen. Und wenn dann die finale Silberphase ist, wo Silber Richtung 50 geht, vielleicht 50 überschneidet, ist sogar ein Wert zwischen 5 und 10 Dollar wert. Das ist also eine ganz ungeheure Chance. Und einer dieser Gründe ist eben diese Vierfach-Unterbewertung, insbesondere bei Junior-Silber-Penny-Aktien. Also eine absolut einmalige Chance, die meines Erachtens, und die historischen Beispiele geben es auch her, vor einer sehr baldigen Entladung steht. Und wenn man da nicht investiert ist, hat man wirklich Schwierigkeiten, diesen Preisen hinterherzulaufen. Möglicherweise war eben jetzt hier die letzte Drückung hier bei Gold und Silber, die wir hatten, hat einmal zum letzten Mal noch relativ günstige Gold- und Silberaktienpreise erzeugt. Nicht bei allen Aktien, einige haben gar nicht darauf reagiert oder steigen weiter, aber man konnte auch bei anderen Silberaktien hier nochmal mit 10 bis 15% Discount einsteigen, so wie auch bei dieser Aktie hier. Also es ist einfach eine ungeheure Chance. Gerade vor dem Hintergrund, wenn es dann tatsächlich wahr ist, dass Silber, so wie die Analysten sagen oder viele sagen, dass es Richtung 48 Dollar geht, das würde möglicherweise einen derartigen Anstieg ausführen, und da wird dann das eigentlich große Geld gemacht. Ja, hier ist nochmal diese Aktie. Also das ist eine Aktie aus Kalifornien. Angehender Silberproduzent. Sie visieren eine Produktion von 5 Millionen Unzen Silber an. Sie haben Projekte, also das Waterloo-Projekt, das Langtree-Projekt, einmal mit 16 Millionen Unzen Silber, 93 Gramm pro Tonne, und einmal 50 Millionen Unzen Silber mit 81 Gramm pro Tonne. Und das Ganze, obwohl es ein Produzent ist,
Hat nur, ich glaube, es sind jetzt ja 27 Millionen Marktkapitalisierung. Boden hat diese Aktie eindeutig gefunden und es gibt jemanden die Chance, dass es dieser Anstieg von 2020, wenn jetzt der Silberpreis Richtung 30, $35 steigen würde, sich wiederholen könnte. Und wenn dann eben Silber eben, wie viele eben vermuten, Richtung $48 vielleicht in der Spitze Jahresende steigt, sind auch wirklich mehr Dollarbereiche möglich. Also es ist eine einmalige Chance, die es wirklich nicht oft gibt in dieser Dimension. Es kann eigentlich mit Gold jetzt eben noch höher gehen. Es kann eben auch auf $8.500 steigen, genauso wie es 1979 passiert ist. Nach der Korrektur stieg dann Gold von $200 auf $850 und löste dann diese größte Goldaktienrallye aller Zeiten aus, wo man aus wenigen tausend Dollar Hunderttausende von Dollar machen kann. Das war absolut eine interessante Situation und ja, und irgendwie vermuten, kann man vermuten, dass ein derartiger Goldaktien- und Silberaktienbullenmarkt vor uns liegt. Gerade vor dem Hintergrund, dass eben Silber Richtung $50 steigt. Das, wie gesagt, kriegt ja von der Masse draußen auch keiner mit. Und für Silber ist das dann im Endeffekt auch gar nicht so viel, wenn man die ganzen Kosten, Aufschläge und so weiter macht. Auch selbst das wird kaum registriert. Aber das bedeutet eben für diese Penny Silberaktien enormste Anstiege, weil die eben wirklich so tief bewertet sind, dass eben Silber, wie Sie im Beispiel gesehen haben, vielleicht Richtung $35 steigen müssen und dann sind eben, was der 10, 20 Cent kostet, ist durch die Bank weg. Also was an Silberaktien dieses Typus ist dann Richtung 1 Dollar und ist dann im Begriff, in den Mehrdollarbereich zu gehen. Also das ist einfach einmalig, was jetzt hier am Markt herrscht. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhaltsabfall gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.